Nasenbaul hat alle Spiele gemacht. Und jetzt hat es ihn leider erwischt, so ist es. Und die anderen Geschichten, ja, sind so, dass Jan Moravec natürlich immer wieder geplagt ist von Verletzungen, da jetzt auch wieder mit seinem Schambein da Probleme hat, vorher muskulär ein bisschen was hatte, aber das ist eine normale Folge, wenn man keinen Rhythmus hat, dass man dann immer mal wieder irgendwo ein Zwicken spürt. Havelau ist vom Sprunggelenk her von dem Dortmund-Spiel, ansonsten Duchowski. Ist auch so, dass das jetzt schon eine sehr langwierige Geschichte ist. Es ist muskulär, aber spricht auch dafür, dass er nicht den Rhythmus gehabt hat und dann eben ihn es jetzt muskulär erwischt hat. Ansonsten ist es jetzt nicht so, dass wir 8 Muskelverletzungen, Muskelfaser ist ja am Stück jetzt auf einmal und das ist schon im Laufe der Zeit entstanden aufgrund, denke ich, der großen Belastung.